Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. November 2018 nach indischen Astrologie. Ich möchte die Neuigkeiten erstmal verkünden. Ich habe 5 Kanäle. Einmal hier, denn der Susanna Medici mit den täglichen Horoskopen, wenn ich dazu komme. Manchmal fehlt es aus. Dann habe ich einen Kanal und das heißt venezianisches Liebesorakel mit sehr viel Legungen, Legesystemen. Dann habe ich Engel-Liebesorakel, wo täglich die Engelbotschaft kommt nach Kabbala, welche Engel herrscht über den Tag. Und dann habe ich einen Kanal und das heißt Meisterin des Kartenlegens. Da kommt auch Legungen und auch Runen. Und die 5. Kanal heißt orientalisches Liebesorakel. Und da gibt es Legungen nach I Ching, das ist eine alte Weisheit der Chinesen, das ist eine Art Wandlung, wie sich die weiblichen und männlichen Energie sich verbindet. Und ab heute läuft in diesem Kanal orientalisches Liebesorakel die chinesische Astrologie. Und ich muss lachen, weil mein Mann sagt immer, irgendwann magst du tibetische Astrologie und ich bin gar nicht so weit davon entfernt, weil die tibetische Astrologie ist nichts anderes als die indische Astrologie und die chinesische Astrologie wird zusammengefügt. Also in 2 verschiedenen Kanälen, aber Grunde genommen, wenn ich das zusammensetze, dann bin ich wirklich bei tibetischen Astrologie gelandet. Aber jetzt bleiben wir hier bei indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und diese Bewegung nennt man Präzession. Also es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, dass Sonne, Mond und die Planeten anders platzieren als in westlichen Horoskopen. Bei dieser Legung hier sehen wir die 4 Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Natürlich im chinesischen Astrologie gibt es 5 Elemente und im indischen gibt es auch eine 5. und das nennt man Äther. Das ist die Verbindung zum Göttlichen. Aber diese Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser, das sind die Grundelemente. Und natürlich beeinflusst das auch unserem Leben, weil wir sollen im inneren Gleichgewicht, in inneren Harmonie bleiben und es ist nicht immer harmonisch und dann brauchen wir die Ausgleich. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne zum Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und Widder gehört zum Feuerelement. Ich setze Mond zum Feuerelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement und ich setze Mars zum Luftelement. Merkur befindet sich im Skorpion. Ich setze zum Wasserelement. Merkur ist rückläufig. Das ist wie eine Art Bremse. Das kann passieren, dass wir verschlucken die Worte, besonders wenn es unseren Gefühlen geht. Hier bei Wasserelement handelt es sich um unsere Gefühle.
Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch Erinnerungen oder wenn hier sowieso um Kommunikation und Handlungen geht, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Jupiter befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Jupiter auch hier zum Wasserelement. Jupiter vergrößert etwas. Aber wir sollen bei Jupiter achtsam sein, dass wir nichts übertreiben. Venus ist der Liebesplanet, bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Es ist eine starke Venus-Energie, weil Venus fühlt sich sehr wohl im Waage. Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Es ist eine starke weibliche Energie, starke Liebesenergie, gehört zum Luftelement und Saturn erdet. Erdet, ich setze Saturn in die Mitte, das sind die persönlichen Planeten, wirken auf unserem Alltag und Uranus, Neptun, Pluto haben andere Einflüsse. Wasserelement ist betont, wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr, haben wir einige Energie hier im Luftelement, das bedeutet etwas loslassen, etwas hinter uns lassen, endlich mal aufatmen, damit wir zum Leichtigkeit kommen und Mond aktiviert. Die Feuerelement Saturn zeigt auch in diese Richtung, Saturn ist im Schütze, da haben wir schon Lernaufgaben zur Zeit. All das, was uns begeistert, wo wir mit Feuer und Flamme dabei sind, auch mal mutig zu sein und aktiv zu sein in diese Richtung. Was aber jetzt fehlt, das ist die Erde-Element. Und das löst etwas aus bei uns. Wir haben momentan das Gefühl, es hängt alles in Luft. Oder wir haben existenzielle Ängste. Oder wir haben das Gefühl, wir verlieren gerade den sicheren Boden unter unseren Füßen. Und als Ausgleich, als Energieausgleich sollen wir etwas tun, was in Natur ist. Oder Gartenarbeit oder spazieren im Wald. Also die Natur bewusster wahrnehmen. Aber es ist nicht nur die Natur, sondern auch die Finanzen. Um die Finanzen kümmern. Oder achtsam sein, dass wir nicht spontan handeln, nach einem Impuls heraus und leichtsinnig sind, dass wir zu viel Geld momentan ausgeben. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Und das bedeutet für die Skorpiongeborenen etwas im Schwung zu bringen, etwas sichtbar machen oder die Suche nach Wahrheit. Hier handelt es sich auch um Persönlichkeit, ändert sich das Aussehen, das Auftreten und auch die Bedürfnis ist da gerade wahrgenommen zu werden. Im nächsten Platz liegen die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen und das vertritt gerade die Tierkreiszeichen Schütze. Das sind die Monatsthemen und die Schütze zeigt eine Richtung und hier braucht man die Orientierung, sonst ist alles undurchschaubar. Und das gilt für die Schützengeborenen gerade um die Werte kümmern und um die Finanzen kümmern. Das ist jetzt gerade die Konzentration, die Richtung. Der nächste Platz ist Medien, Informationen, Schulungen, Kontakte, Verbindungen, kleine Reisen, kleinere Veränderungen, bedeutet auch Verwandte und Nachbarschaft. Die vertraute Umgebung bewegt sich einiges. Und das erleben gerade die Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen haben gerade karmische Themen und das betrifft jetzt die Vergangenheit. All das, was im früheren Leben passierte. Vieles kommt von Unbewussten hoch. Karmischen Erinnerungen, aber auch karmischen Begegnungen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes,
was ich immer mit einem Baum vergleiche, dann sind wir im Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Da sind die Ahnen. Hier haben wir die Basis, die Sicherheit und Stabilität. Und unserem Zuhause befindet sich auch in diesem Platz. Und das sagt etwas aus für die Wassermanngeborenen. Sie brauchen gerade die Fundament, sie brauchen gerade die Stabilität. Und viele Wassermanngeborenen ziehen sich entweder zurück in eigenen vier Wänden und brauchen Ruhe. Und in dieser Ruhe liegt die Kraft. Oder kann auch bedeuten Veränderungen in Wohnsituation, Renovierung, eine neue Einrichtung oder sogar Umzug ist möglich. Die nächste Platz sind die Kinder und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen und das sind die Verbindung zum eigenen Kinder oder Enkelkinder. Oder die Berufung mit Kindern bedeutet aber auch unserer eigenen Kindheit kommen die Erinnerungen. Und das ist auch ein wichtiges Thema für die Fischengeborenen, an diesem inneren Kind arbeiten. Hier in diesem Platz liegt die schöpferische Kraft, etwas gestalten in spielerischer Art und Weise. Dann folgt den Alltag zu bewältigen, arbeiten, Pflichten nachzugehen und auf die Körper achten, auf die Gesundheit achten, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Dann haben wir auch diese Kraft, all das zu bewältigen. Und das sind wichtige Themen zur Zeit und das ist die Monatsthema für Wiedergeborenen. Im nächsten Platz liegt die Verbindungen, Verträgen, auch geschäftlichen Verträgen, aber hier liegt auch die Ehe und Partnerschaft auch, dass du, und hier ist gerade die Tierkreiszeichen Stier, dann folgt eine gewisse Wandlung, einiges verändern bei unseren Einstellungen, unseren Gefühlen, etwas mit anderen Augen zu betrachten und um endlichen Sachen kümmern, das mal auch in Ordnung bringen und erkennen, auch was uns wichtig ist und auch mal Tabuthemen ansprechen wie Tod oder Sexualität. Das kann auch ein wichtiges Thema sein, gerade bei den Zwillingsgeborenen. Dann kommt eine große Reise und es hat einen Bezug zum Ausland, zum Fremdsprachen, Urlaub oder Auslandskontakte oder Besuch von Ausland. Aber diese große Reise bedeutet auch Erkenntnisse, auch inneren Reise. Und auf diesem Abenteuerreise sind gerade die Krebsgeborenen und sie haben karmische Themen gerade. Sie suchen etwas. Sie suchen den Platz, ihren Platz im Leben. Eine Sicherheit, Stabilität, eine Struktur und das ist gerade die Bewegung. Und die Krebsgeborenen brauchen auch gerade die Orientierung. Wo ist mein Platz im Leben? Beruflich, auch wohnlich. Was ist meine Aufgabe? Also hier sind wichtige Lebensfragen werden gestellt. Und jetzt sind wir in die höchste Platz, im höchsten Punkt des Horoskopes. Und das ist die Krone des Baumes. Und hier befindet sich zurzeit die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist Ansehen. Ansehen, Anerkennung. Das sind die Bedürfnisse, gerade die Löwengeborenen, auch die Berufung finden, die wahre Berufung. Der nächste Platz sind die Wünsche, die Hoffnungen, die Sehnsüchte und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen auch Freundschaft schließen. Das sind die Themen gerade bei Jungfraugeborenen. Und jetzt sind wir bei Geheimnissen.
Und das bedeutet, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen oder die eigenen Geheimnisse bewahren oder Informationen erhalten, was eigentlich ein großes Geheimnis ist, oder zur Zeit die Augen öffnen, um etwas mal hinter den Kulissen zu schauen. Sonne befindet sich im Skorpion, Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, in ein Mondhaus, und dieser Mondhaus heißt Ashwini und das heißt Heilung. Die Heilung ist gerade im heutigen Tag sehr wichtig, nicht nur für die Wiedergeborenen, sondern für uns alle, gerade wenn das von diesem Platz Gesundheit ausstrahlt, diese Mondenergie, und die Mondhaus heißt auch als Heilung, Heilenergie. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier richtet sich die Energie in Wohnsituation, besonders bei den Wassermanngeborenen oder eine männliche Person besucht, kommt nach Hause. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, ist rückläufig. Jupiter ist auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, natürlich möglich eine heimliche Liebe gerade, oder die Liebe wird nicht in große Glocke gehängt, sondern das sind die Heimlichkeiten, ist auch möglich. Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze, Lernaufgabe, auf den Werte, auf den Finanzen achten. Uranus bringt Veränderungen. Hier im Widder eine neue Richtung, ein Neuanfang. Auch bei Heilung kommt Veränderung. Neptun ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Das sind Erinnerungen. Neptun ist rückläufig und Pluto gibt die inneren Kraft, etwas zu beherrschen. Und das ist gerade die Finanzen, besonders bei den Schützengeborenen, ist das ein wichtiges Thema. Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zu Mars. Mond im Widder, Mars im Wassermann stehen eine gute Verbindung. Das heißt, die Männer nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr und sind offen über Gefühle zum Sprechen. Das ist eine schöne Energie. Jupiter wirkt aber eine Spannung auf die Mars-Energie. Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion und Mars in Wassermann stehen in Verbindung und das ist eine gewisse Spannung. Und Jupiter vergrößert etwas. Also nichts übertreiben. Besonders die Männer sollen nichts übertreiben. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sie sich erschöpft und müde. Das kränkt auch. Und dann hier von diesem Platz die Mondenergie, dann brauchen sie Heilung oder fühlen sie sich zurzeit gekränkt oder krank. Also wichtig ist, in Ruhe bleiben, nichts übertreiben. Und die Männer brauchen gerade die Ruhe, den Rückzug, weil daran liegt auch die Kraft. Wenn sie das nicht beherzigen und zu viel arbeiten oder zu stressig ist alles und Jupiter natürlich löst sowas aus, dann entsteht diese Spannung und der Körper reagiert, wird man krank. Dieser Widdermond unterstützt die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Dieser Widdermond hilft auch bei Zwillingsgeborenen und bei Wassermanngeborenen. Und dieser Widdermond spiegelt etwas für die Waagegeborenen, die liegen gegenüber. Die Waagegeborenen sollen in diesem Spiegel schauen, ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen, im inneren Gleichgewicht bleiben. Eine Unterstützung bekommen die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Mond wirkt angenehm bei den benachbarten Tierkreiszeichen. Oft im Leben erleben wir das auch so, dass von vertrauten Umgebung oder von Nachbarschaft bekommen wir Hilfe und Unterstützung.
diese Mondenergie verunsichert die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen und Spannung erleben die Krebsgeborenen und die Wassermanngeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.